Nach kurzer Weihnachtspause starten die Männer um Cheftrainer Markus Weinzierl mit den Vorbereitungen für die Rückrunde. Es ist im Endeffekt eine längere Länderspielpause, sage ich jetzt mal. Und es war jetzt aber trotzdem wichtig, dass wir den Spielern ein paar Tage für den Kopf einfach auch freigeben. Und das haben wir gemacht und jetzt haben wir nichts verloren, weil die Spieler auch ein Programm mitbekommen haben, wo sie gut gearbeitet haben. Also vom Fitnessstand werden wir gut anknüpfen können. Und jetzt ist eine Woche dann oder im Endeffekt 10 Tage für das erste Spiel die Vorbereitungsphase. Wieder mit auf dem Trainingsplatz die Rekonvaleszenten Alfred von Bogerson, Florian Niederlechner und Felix Udokai. Es ist einfach Fakt, wenn du ständig improvisieren musst oder ständig wechseln musst und dir viele Spieler fehlen, dann ist das nicht optimal. Aber jetzt hoffe ich schon noch, dass wir mehr Durchschlagskraft vorne mit Finn Bogerson und mit Niederlechner bekommen, mit Udokai einfach Qualität bekommen hinten drin und das wird uns gut tun. Mit Blick auf die bevorstehende Rückrunde im neuen Jahr hat man beim FC Augsburg schon mal gute Vorsätze formuliert. Ich glaube, dass wir in den letzten 8 Spielen 12 Punkte geholt haben, auch in den 3 Auswärtsspielen vor Weihnachten ungeschlagen waren und auch die 3 Spiele in der englischen Woche positiv gestaltet haben. Und so müssen wir ja weiterarbeiten. Wir wissen, dass wir gegen Hoffenheim Außenseiter sind und dass sie uns auch im Heimspiel wehgetan haben und da wollen wir uns jetzt revanchieren.